Ja, wir machen, was wer anfängt. Ich würde sagen, Schere, Papier bis 1. Schere, Stein, Papier bis 1. Du fängst an. Das sind jetzt 3 Punkte schon, ne? Merkt man selber, ne? Aber der erste, der ist immer ohne Ahnung. Deswegen hast du ihn getroffen, glaube ich. Hä? Ja, Freunde. Können wir leider nicht rausschneiden. Können wir nicht rausschneiden. Aber da wird der echt immer drin, ne? Muss man, ich mach den ganzen Tag nichts anderes. Du musst ja nur in den Kofferraum treffen. Ich schieß den Ball immer in den Kofferraum bei mir. Auch bei mir. Ist halt jetzt Druck, ne? Druck ist da. Ey, das ist wirklich bitter, ne? Also wenn du jetzt so die 5 machst. Epische Musik. Und dann haben wir wie viele Punkte? Ne, da reicht nicht. Das ist ein halber. Ein halber 5-Punkte-Punkt. Scheiße! Ne, ich muss erstmal kleinere Brötchen backen. Jawohl! Das ist bitter. 4 für Masovic. Für Masovic ist der Ball jetzt. Das ist nix, das ist nix. Der ist zu hoch angesetzt. Das Kennzeichen soll auch dranbleiben. Der ist zu hoch angesetzt. 5. Schuss für die 5. Der ist gut. Der ist echt gut, muss ich sagen. Jetzt muss ich echt nachlegen. Das ist langsam. Also langsam ist Druck da. Jetzt ist halt die Frage, vielleicht kannst du unter Druck gut. Ey, ich ziehe ihn zu hoch. Das ist bitter. So, das ist jetzt die 6. Party Osterhage. Ein Freundschaftsball, ein Freundschaftsball. Dass du führst, ist wirklich hart für mich. Das ist wirklich hart für mich. Nee. Aber ich. Ja. Ich treffe da halt immer rein und gegen den Kofferraum. Das ist traurig, ist traurig, aber kannst du dir nichts von kaufen, leider. Zu stark. Ja, jetzt wird's bitter. Jetzt bist du halt ein bisschen, ne, drin im Abstiegskampf. So, jetzt machen wir mal einen 4er rein. Ich muss sagen, das ist nicht stark, schlecht. Ne? Jetzt muss ich auf die 5er gehen, um eine Chance zu haben. Ja, guck, auch mal lässig reinmachen. Ja, man muss gegen auch dieses mal obere Teil reinmachen. Treffen, dann hat man eine Chance vielleicht. Bisschen höher. Ja. Nee. Oh, Tim. Boah. Oh. Ich schwitze. Das heißt, ich muss beide machen. Und du darfst keinen mehr treffen eigentlich. Ja, die Kamera darfst du aber heilen lassen eigentlich. Entschuldigung. Ich hab's getan. Entschuldige mich. Einen für die Fans. Scheiße, du darfst jetzt nicht treffen. Jetzt muss ich überlegen. Nee, ich hab bei der 5 gerade ein Gefühl, muss ich sagen. Kann er nicht. Das kann er nicht. Nein! Das ist das Ding. Ja, der ist gut, Tim. Muss ich dir lassen. Der sitzt! Kann ich nur einen Ehrentreffer machen. Noch 4. Ja, weißt du, das beschreibt halt insgesamt den Spielverlauf ganz gut, ne? Glückwunsch 1-0, ne? Jetzt wird's aber, ne? Jetzt wird's dunkel für mich. Ja, also ich muss das hier reinparken. Seitwärts einparken. So Stress pur. Also einmal zurechtdrücken bitte, bevor ich einen Versuch starte. Ich bin bereit. Das ist aber auch fies, weil du da vorne kein Auto hast. Ohne Auto vorne kann ich das gar nicht. Ei. Ich sehe vorne nichts. Scheiße, du machst das nicht schlecht. Ich bin zu weit weg, oder? Bin ich über der Linie? Also über der Linie bist du auf jeden Fall nicht. Bin ich nicht über der Linie? Oh, da ist... Bin ich schon über der Linie? Nee. Ey, wie weit bin ich denn entfernt? Mit deinem linken vorne noch 5 Meter oder so. Boah, dann muss ich ja komplett nochmal auspacken. Das ist wie im Straßenverkehr. Wie im Straßenverkehr. Und hier hupen ganz viele Leute. Stress. Ey, ich muss dann ja... Das passt. Das passt nicht, Tim. Ja, du fährst das hier nicht um auf jeden Fall. Ich muss da erstmal komplett reinkommen. Ich gebe dir keine Tipps, ich versuche den einfach nur voll zu labern mit irgendwas.
Ja, das sieht wirklich... Puh, da will ich noch mal rausfahren. Jetzt muss ich nur den Winkel bekommen, dann hoffe ich es gleich. Ja, nur noch den Winkel und das Auto muss auch noch hier rein, ne? Uiuiui, ab, Punktabzug. Muss die Features nutzen. Bin ich drin? Oh, das war ein Krieg, muss ich sagen, aber... Boah, verdammt. Ich glaube, ich habe die Features zu wenig genutzt. Man muss diese automatische Bremse und so... Ja, nutzt doch die Features hier. Neue Karre. Ja, ich will jetzt mal sehen, wie du es schaffst. Ich schaff's gar nicht. Also eigentlich können wir hier an dem Punkt auch abbrechen. So, jetzt müssen wir kurz kalkulieren. Halbe Stunde, bis ich ausgeparkt bin. Tim, bist du bereit? Nee, los geht's. Luis auch mal unterstützen. Ne, ich habe dich auch unterstützt. Ja, ich helfe dir immer, wo ich kann. Das weißt du doch. Ich darf nur nicht lachen, weil doch habe ich ja nicht... Hör auf, Alter! Ja, ich lache nur nicht. Ich muss erstmal. Okay. Nee, das ist jetzt schon nichts. Nochmal raus. Aber Tim, du musst in die Lücke rein. Ja, ja, mir fehlt hier das Auto vorne. Mir fehlt hier ein Auto, hast du gesagt? Ja, normalerweise kannst du hier mit dem Auto arbeiten. Ja, ja, okay. Hier rechts das Video. Ich kann mich ja mal hinstellen als Auto, wenn du möchtest. Guck mal, ich bin jetzt das Auto. Ja, aber ich bin doch viel zu nah schon rechts dran, ne? Ja, also fahr noch mal raus, gebe ich dir als Tipp. Du fahr stehst, raus, weil, wenn raus. Du, ich bin dafür, dass wir später mal zeigen, was er alles berührt hat schon. Also den gleichen Schmerz erleben, den ich letztes Mal bei der Challenge erlebt habe, gegen Patti. Also mein Vorgehen ist jetzt einen anderen Parkplatz suchen. Also du weißt, es geht auf Zeit, oder? Gar nichts geht hier auf Zeit. Aber warum bist du denn jetzt schon so langsam? Du bist auf 5 Meter von dem eigentlichen... von dem ersten Mädchen. Ja, ich fahr nur gerade rein. Ich kann nur gerade reinfahren. Also du probierst es ja nicht mal. Wie willst du es denn schaffen, wenn du es nicht mal probierst? Aber das kann... Also... Ich hab's ja immer so gelernt. Schulter vom Beifahrer ungefähr. Vom Beifahrersitz. Und wenn man es das erste Mal sieht, wenn man über die Schulter guckt. Und Tim fährt ja irgendwie rein. Der kommt ja, so ist ja gar nicht möglich. Der fährt ja jetzt. Tim, du sollst seitlich da reinfahren, nicht rückwärts. Weißt du, das ist kein. Das ist. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, Mieser. Vorne, Alarm! So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich nehme dir mal ein Hütchen weg eben vorne. So. Jetzt hast du vorne ein bisschen mehr Platz. Also, zum Glück können wir das Video schneiden, sonst wäre das hier eine 1-Stunden-Edition. Die Moral von der Geschichte ist, man soll sich fürs Parken Zeit nehmen. Ich sehe halt das Potenzial und nicht, dass es bei dem Versuch klappen soll. Also musst du jetzt, wenn du... Ja, wir korrigieren halt hier ein bisschen, ne? Oh, du hast es sogar gleich. Gleich habe ich es, ja. Nach einer halben Stunde mit ein paar Hilfsmitteln. Mit einem Hütchen weniger. Ja, Tim, überragend, Junge. Du bist schon drin. Du bist schon drin. Ich bin schon drin. Ich muss es kurz einmal hier... Sehr gut, Tim. So, ich weiß gar nicht, wo hier das Problem ist. Schauen wir uns einmal das Endergebnis an. Hier, das Hütchen, das war auch ein Assi-Hütchen. War auch ein Assi-Hütchen. 1-1. Den Punkt gebe ich dir. Den Punkt gebe ich dir. Dankeschön. Muss auch ein guter Verlierer sein, ne? Also, wenn wir nochmal die... Ach, wie lang ist das Auto? Ja, einmal hier messen. 1, 2, 3, 1,5. Das heißt, wir müssen bei 22 Metern mit dem vorderen Abschnitt aufhören. Ja, doch, ich hab doch schon eine Idee. Ja, du hast eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich muss mir erstmal einen Plan überlegen. Das müssten noch ungefähr 25 Meter sein. Ich würde mal tippen, dass die Pfähler da draußen 2 Meter auseinander sind. Das Auto ist ungefähr 3,5 Meter lang. Tim guckt wahrscheinlich irgendwie auf das Tacho hier, aber das zeigt ja nur Kilometer.
Das checkt er, glaube ich, gar nicht. Wenn er das umspringt, dann kriegt er, glaube ich, aus. Geh mal. Tim, los geht's. Gutes Spiel. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Du ungefähr 48 Zentimeter. Mal korrigieren. Das sind 18,48 Meter. Okay, das ist zu viel. Wow! 1 Meter Differenz. Das sind 17,48 Meter. Ein ganzer Meter Unterschied. Hä? Ich will nur fragen, bist du mit irgendeiner Taktik gefahren oder bist du einfach mal auf gut Glück gefahren? Ich bin mit irgendeiner Taktik gefahren. Ich habe mir nämlich gedacht, dass diese Fehler hier 2 Meter auseinander stehen, ziemlich genau. Und dann habe ich die Fehler gezählt und dann die Distanz dadurch berechnet. Das heißt, ich habe geguckt, 2, 4, 6, 8, 10 bis 18. Dann habe ich bei 18 stehen geblieben und bin ein bisschen dann nach vorne für die 48 cm. Ja, das ist Cheating. Meiner Meinung nach ist es Cheating. Oh, das ist zu viel. Oh nein. Ja, das ist verkalkuliert. Ja, ich habe mich verkalkuliert. Es sind 23 Meter. Das ist ein ganz klarer Sieg. 17,48 Meter gegen? 23 Meter. Ziemlich genau. Freunde, ich kann zwar nicht einparken. Ja, ziemlich genau 23 Meter. Aber ich kann mit dem Auto abschätzen, wie weit ich fahren muss. Ja, ich muss sagen, das ist eine sehr betriebene Anlage. Also die zweite Challenge ausgeklammert, ne? Schneiden wir komplett. Ich habe 2-0 gewonnen. Gut kickt, ne? Hab ich gefreut. Kick immer wieder gerne. 2-1 Sieg, das plaudere ich jetzt in der Kabine komplett aus. Und die zweite Challenge wird sowieso rausgeschnitten.